Первый вопрос. Меня интересует его личное мнение о летнем биатлоне. Не мнение IBU, не официальная точка зрения, а его мнение как человека. The first question is your personal opinion of the summer biathlon championships, the opinion of IBU and your personal. Yes, in Deutsch. Ja, die Weltmeisterschaft ist natürlich hier von der organisatorischen Ebene absolut auf dem fast höchstmöglichen Niveau. Wir sehen tolle Vorbereitungen. Ich war selber bei der Weltmeisterschaft 2006 hier in Ufa und sie war damals schon sehr gut. Und auch hier sind jetzt noch weitere Investitionen getätigt worden, um wirklich allen Athleten, die hier angereist sind, die bestmöglichen Voraussetzungen zu bringen. What is the basic difference between winter biathlon and summer biathlon in case of informational main difference summer PR public relations. Natürlich ist das Interesse am Winterbiathlon um Längen größer, auch international, auch die Einschaltquoten, die Fernsehstationen interessieren sich eben international sehr groß. Biathlon ist eben nicht nur, glaube ich, in Russland Sportart Nummer 1, sondern sie ist es definitiv auch in Deutschland zum Beispiel, sie ist es auch mit sehr hohem Interesse in Norwegen. In ganz Westeuropa wächst das Interesse, in Osteuropa sowieso. Und man hat es auch heute in der Pressekonferenz wieder gehört von den Sportlern. Alles bereitet sich eigentlich auf Winterbiathlon vor. Das ist doch die Sportart, auf die es hinzielt. Und somit ist Sommerbiathlon sicherlich eine gute Möglichkeit, für das Winterbiathlon vorzubereiten. Aber natürlich die Anzahl der Medienvertreter, der TV-Stationen ist weit größer als beim Sommerbiathlon.